Der Bundesfachausschuss Familienpolitik ist so ein Herzstück der Bundesfachausschüsse. Liebe Emotionen, aber genauso die richtig harten ökonomischen Fragen. Wie geht's Familien? Wovon leben sie? Und können sie so leben, wie sie gerne leben wollen? Das sind die Fragen, um die es im Bundesfachausschuss Familienpolitik geht. Wir haben heute mit Professor Bartram, einem der familienwissenschaftlichen Urgesteine unseres Landes, darüber diskutiert, wie Familien heute leben, was die Herausforderungen der Zukunft sind. Und interessant ist, dass wir viel stärker Familienpolitik als eine Lebensverlaufspolitik begreifen müssen. Sie aber so zu gestalten, dass finanzielle Sicherheit gegeben ist, dass Sicherheit in der Lebensperspektive auch weiterhin gewährleistet bleibt, insbesondere auch wenn es um die Alterssicherung geht. Wir haben noch drei Arbeitsgruppen gebildet. In der ersten Arbeitsgruppe wollen wir uns damit beschäftigen, wie Familien heute leben. In der zweiten Arbeitsgruppe geht es darum, wovon leben Familien. Die dritte Arbeitsgruppe, da dreht sich um Digitalisierung, um das Zusammenleben der Generationen untereinander und miteinander. Und von daher sind wir, glaube ich, breit und gut aufgestellt.